Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shovel Knight Plague of Shadows. Diesmal sind wir wieder zurück im Versteck. Und das hier ist die Zauberistin. Bei ihr können wir Tunika kaufen, die unsere Lebensenergie erhöht. Leider haben wir da noch nicht das nötige Kleingeld. Und hier haben wir noch Percy. Percy möchte von uns Papierseiten. Leider finden wir immer nur Notenblätter und die mag er nicht sonderlich. Da kann er nur auf die Rückseite schreiben. Die wirft er dann auch noch meistens weg. Und ja, Oolong hiervon geht quasi als ein Mülleimer und Oolong spielt dann die ganze Musik ab. Ich dachte, ich fasse mal kurz zusammen, dass wir vorankommen, weil sonst ist da sehr viel Gelaber. Und hier geht's gleich in die nächste Welt und zwar von King Knight, Burg Stolzmoor. Und da haben wir schon das nächste Notenblatt. Das können wir dann beim nächsten Besuch gleich mal abgeben. Wir hatten doch hier auch, genau, hatten wir uns ja gekauft. Normal bei Shovel Knight, wenn ich mich richtig erinnere, ist da nochmal eine Plattform, aber bei Plague Knight gibt es die eben nicht. Na, die Münze da oben möchte ich aber schon noch gerne haben, weil die Münzen sind, habe ich herausgefunden, ziemlich wichtig. Dafür kann man sich neue, verdammt, Komponenten bei Mona freischalten lassen für neue Bomben. Das ist ziemlich wichtig und geil, weil, ja, ich gebe es zu, ich habe ein bisschen Off-Cam schon gespielt. Ja, die geben einem eben zusätzliche Lebensslots oben, bis man stirbt. Das sind die Grünen. Wenn man also nicht stirbt, hat man ziemlich viel Lebensenergie. Wenn man nicht stirbt, natürlich, ne? Das ist die Voraussetzung. No, komm schon! Ja, die Schilde von denen da kann man durchbrechen, einfach so lange Granaten draufwerfen, bis es ihnen den Schild wegreißt. Dann sind die gar nicht so schlimm. Oh Gott. Komm her, na komm her. Das ist jetzt das denkbar schlechteste. Was? Naja, gut, es geht noch. Da dachte ich letztens schon, dass hier ein Geheimweg ist oder eine Einbuchtung, aber nö, das ist tatsächlich einfach nur mal ein Muster in der Wand. So. Machen wir das hier auf. Ja, den Feuerballstab können wir nicht gebrauchen. Aber Shovel Knight. Leider sind sich Plague Knight und Shovel Knight ja nicht so grün, wenn man das so sagen kann. Deswegen braucht man dann den Mittelsmann und den müssen wir jetzt noch finden, den wir den Stab hier andrehen können. Wir bekommen dafür natürlich auch etwas Geiles zurück, aber da müssen wir den erstmal finden.
stocken wir mal hier auf. Zumindest mache ich das gerne so. Ich nutze wirklich nur die Tonika, wenn ich beim Maximum bin meistens. Oder halt ein, zwei mehr. Quasi als Reserve. Wenn man was braucht, dann ja, steht man wenigstens nicht ganz ohne da. Das ist jetzt geil. Normal kommt ja hier nur Shovel Knight rein. Moment. Aber. Ziemlich geil. Und genau hier haben wir die blaue Kiste. Und wen haben wir hier? Christian, genau. Ob im Messbecher oder im Sack, hat einfach alles und zwar zack, zack. Ja, das ist ein ziemlich mieser Reim. Hey, schönes Relikt, das du da hast, Meister. Weißt du, das konnte ich dir durchaus abnehmen. Und im Gegenzug etwas Interessantes geben. Ja. Großer Knall, den habe ich zwar schon, aber ich nehme ihn trotzdem nochmal mit. Also, nicht im Spiel, sondern ja. Oh, eine gute Wahl. Ich würde dafür sorgen, dass du dieses Relikt bei einem renommierten Sammler ein neues Zuhause findet. Hehe, ja. Bei Shovel Knight, um genauer zu sein. Moment. Kann ich doch sicherlich, oder? Jawohl. Komm. Immer ein bisschen fummelig hier. Wie einfach mal den Stab breit drückt. Und das langt. Jawohl. Und zack. Oh oh, au. Ja, und man sollte immer bedenken, es muss nicht immer was Hilfreiches in solchen Serviertellern, glaube ich, heißen die sein. Oh. Halt mal. Moment. Da ist doch was. Kannst mir auch nicht sagen hier. Dachte ich mir doch. Normalerweise hat man hier jetzt mit Shovel Knight verkackt. Weil er kommt da im Leben nicht mehr so einfach da hoch an die Leiter. Aber Gott sei Dank sind wir nicht Shovel Knight, sondern Black Knight und wir können ja das hier. Zack. Nein, wirst du nicht tun. Ja, manchmal lohnt sich's auch einfach noch ein paar Mal öfter die Wand anzugreifen. Wie man sieht, ist ein Geheimwandteil-Dingens hier hinter Geheimwandteil-Dingens. Ja, das Wort, das ich eigentlich suchte, war Geheimraum, aber egal. Nein, 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 wirst du nicht. Normalerweise sind die auch ziemlich nervig hier mit Shovel Knight, aber hier einfach hinter ihn hinfliegen. Und ihm die Flaschen auf den Kopf werfen. Dass wir hier noch das letzte Tunikum nutzen. Werden wir sicherlich noch eins finden. Na. Komm. Ich will ja nicht ewig bei euch hier. Oh Gott. Rumhängen. Ah, Geheimnis, oder? Oder? Jawohl. Kommen wir nicht einfach so hoch, das ist schade. Muss man eben kurz den Angriff aufladen und dann geht das. Oh, oh. Ach, du kannst da. Da ist eine Mauer auf einmal. Okay, deswegen. Hab mir schon gedacht, warum schießt du nicht auf uns? Und auch.
Wow. Ja, und ich hoffe, ihr seht mir es einigermaßen nach, wenn ich jetzt nicht jeden einzelnen Klunker aufsammle, zumindest die kleineren nicht. Weil die bringen ja eh kaum Geld, wenn man ehrlich ist. Also die roten auf jeden Fall, aber so wie blaue oder so, wenn ich da mal was liegen lasse, ist ja nicht so schlimm. Ja, die bringen zum Beispiel nur 10, das ist irgendwie, ja, kann man machen, muss man nicht. Na, ich will da aber hoch. Oh, ich dachte schon, der Rubin verschwindet, das wäre blöd gewesen. Nur eine kurze Unterbrechung, weil ich, ihr wisst ja, schneiden und so, das ist ein bisschen umständlich. Ich weiß, da ging ganz genau 2 Sekunden bei euch drauf, ja, flöten, aber wow, 2 Sekunden. Egal. Da haben wir ein Notenblatt. No! Böse Ratte. Oh Gott. Ich möchte ganz bestimmt nicht durch eine Ratte mit einem Propellerrucksack sterben. Das wäre ein bisschen peinlich. Und, oh, ouch. Ach halt, jetzt muss ich ja wieder, ja. Und ich habe vorhin Quatsch erzählt, bei der Zauberistin kann man seine Mana-Kapazität erweitern lassen. Also sprich, dann kann man mehr die Spezialzauber einsetzen. Oh, verdammt! Ja, ich hatte nach den grünen Münzen da oben gegiert und dann habe ich ja dann... Ja. Naja gut, das werden wir jetzt auch noch irgendwie schaffen. Ich muss sagen, dieses langsam Schweben, so Bodenschweben, das man vorhin beim Mona gekauft hat, das hat mir bisher schon mehr als einmal den Arsch gerettet. Und das tut zwar jetzt weh, aber ich kann die Säcke einfach nicht mitnehmen. Naja, alles erträglich. Und wie man sieht, jetzt sind die Tunika alle weg. Deswegen setze ich da jetzt ein paar ein. Einen bekomme ich auf jeden Fall noch. Und zwar bekommt man immer einen von den Bossgegnern. Dann habe ich noch 4 in Reserve. Und Lebensenergie muss auch genug sein, dass wir den Boss dann platt bekommen. Ja, und das hier ist eine billige Methode, ich weiß, aber wir sind ja nicht Shovel Knight, wir können ja über den drüber springen. So. Hier Checkpoint vom Bossgegner. Also normalerweise kommt immer hier noch Tunikum. Black Knight, du? Hinterhältige Halunke. Heißer Hochöfen. Na, hast du Spaß in deiner kleinen, in deinem kleinen Königreich? Ich lese es nochmal vor. Ach, dieser luxuriöse Lebenswandel liegt mir einfach im Blut, oh Bauer. Die glimmernde Grazie genießen, wie ein wahrer Monarch. Und alle als Gestalt gewordene Opulenz verlange ich Tribut. Ja, mit der Essenz, ich denke, diese hübsche Krone da werde ich auch an mich nehmen. Ja, an und für sich ist er nicht so schlimm, King Knight.
Das war ja schon. Ja, das war unser erster Bossgegner. Das ging ziemlich schnell. Jo, wieder zu Hause. Lass die Essenzen meine Dynamo-Dekante hier fallen. Essenzen sind flüchtig, doch durch meine bahnbrechende Erfindung werden sie stabilisiert. Sobald die Essenz alle zusammen destilliert sind, sollen wir, wenn meine Berechnungen stimmen, den ultimativen Trank erschaffen können. Die Essenz von King Knight gehört uns und ich habe rausgekriegt, dass seine Krone gar nicht aus Gold ist. Wusste ich's doch. Was für ein Hochstapler. Da kommen wir dann mal zum geschäftlichen Teil. Ja, und jetzt können wir normalerweise bei Mona eben hier neue Fähigkeiten kaufen. Hinten sehen wir, wie die Essenz reingeplumpst ist. Und jetzt gehen wir mal zum Labor. Wir brauchen 40 Münzen. Haben wir so viel? Ja, haben wir. Ja, das wird reichen. Okay, dann schauen wir mal, ob meine Hypothesen so richtig waren. Jetzt werden wir umgetauscht. Und dadurch schalten wir jetzt normalerweise neue Sachen bei ihrem Shop frei. Zieh dir mal das neue Arsenal rein. Tja. Und ich möchte gerne den Blitzzünder auf jeden Fall. Und ich möchte noch... gibt es noch leider nicht, das ist schade. Dann nehmen wir Komponentenpulver. Genau. Jetzt gehen wir hier. Blitzzünder. Man sieht ja, seitlich verändert sich auch der Aussehen der Bombe. Hülse brauchen wir noch keine andere. Und jetzt ist es rosa. Allerdings ist das ziemlich gut, denn... ja. Mit dem Fläschchen, das da reinkommt, wird die Explosion größer. Und bei der dritten gibt es eine riesige Explosion. Das ist ziemlich cool. Dann wären wir hier auch fast fertig. Ah, Black Knight, mein guter Freund, hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Percy? Mir ist das Papier ausgegangen und auf meinem Huf passen einfach keine ballistischen Formeln mehr. Ich bin am Ende. Brauchst du zufällig noch Kleber? Ich weiß nämlich, wie man welchen machen könnte. Ja, Pferdehufe und so, wisst ihr? Ach, das ist aber nett. Vielen Dank, euer Papier reicht. Sieht mitgenommen aus. Vielleicht kann ich mich ja mit einem liebevollen Rat revanchieren. Nein. Ja, dann sind wir für diesen Part eigentlich schon wieder fertig und nächstes Mal haben wir eine kleine Bonusmission, denn dieser Ritter, der da aufgetaucht ist, ist eine Bonusmission und wir können uns dann dort unten an den nächsten Ritter machen. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Shovel Knight Plague of Shadows. Bis bald.